So, wie man hier sehen kann, sind wir wieder im Seat. Ich wechsle gerade mal die Reifen auf die Alufelgen. Und gleich mal schauen. Der soll über den TÜV. Okay, der ist nicht gebrochen. Licht einschalten. Kann aber mal Besuch vom Dampfstrahler kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der stand jetzt wirklich lange hier rum. Bremse, das ist kein Grat, ne? Wie gesagt, der Wagen stand lange hier rum. Ist ein bisschen rostig, 3-4 Vollbremsungen und das ist alles wieder schön. Belagstärke reichlich. Ganz eindeutig zu erkennen, ein Seat. Ein Seat. Ja, hier sieht es schon mal gut aus. Ja, das eine oder andere wird wahrscheinlich noch kommen, aber die Grundsubstanz ist schick. Ja. Ich sehe da vorne einen Dreieckslenker. Das Lager ist total rissig. Und das sieht aus, als ob dieser Dreieckslenker eingebaut worden wäre auf zu niedrigem Niveau. Normalerweise setzt man die an, dann kommt der Dreieckslenker auf Flughöhe sozusagen, also so wie er auf der Straße steht und wird dann festgezogen. So in der Rotation, wie er da gerissen ist, passiert das in der Regel, ne? Der Achsschenkel hängt noch runter, wird festgezogen und dann wird der Rest zusammengebaut. Ja. Aber so ein Achsschenkel kostet gar nichts. Ja, das Lager ist noch gut. Aber in Bezug auf den Rost und sowas, alles in der Richtung, wie gesagt, diese Achsschenkel kosten, ich glaube, 25 bis 30 Euro mit Lager. Da sollte man nicht sparen. Lieber mal neu. Sieht auch gleich viel schöner aus. Bei der Gelegenheit, wenn er raus ist, kann man auch gleich den Stabilisator mal entrosten und ein bisschen versiegeln. Ja. Koppelstange auch mal gerade setzen, die ist ein bisschen schief, finde ich. Könnte auch sein, dass ich schief gucke, aber ja. Spurstangenkopf, also wie gesagt, gefahren ist der einwandfrei, da war kein Poltern zu hören und so weiter. Ja, also wie gesagt, Bremsen, kein Handlungsbedarf. Ja, das bremst sich weg. Ganz ernsthaft, ich habe ganz viele Kommentare gelesen, so von wegen, dass sowas sofort auf den Schrott gehört. Ja, genau das ist das Problem, das gehört nicht auf den Schrott. Einfach mal bremsen, ne? Dann ist das ganz schnell wieder weg. So eine Bremsscheibe, die hat noch Originalstärke. Wie man hier sieht, hier ist kein Grat dran, nichts. Nur weil etwas rostig ist, heißt das nicht, dass es kaputt ist. Die kann locker noch ein paar 100.000, ach Quatsch, 100.000, ein paar 10.000 Kilometer hinter sich bringen. Ganz bequem. Ja, wie gesagt, gewaschen werden muss der Wagen auf jeden Fall. Rumstehen ist nicht cool. Vor allen Dingen haben wir ganz viele Leute, sind hier eingezogen. Ja, okay. Dann mach ich mal weiter. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ja gut, die müssen noch sauber gemacht werden. Und Klemmgewichte, naja, ich weiß nicht. Ja. Ich hoffe mal, dass ich langsam mal die Farbe kriege für den Radlauf hinten. Da muss ich heute mal dran. Der Vogel, wenn ich den erwische, echt unfreundlich. Ja, insgesamt ein typischer roter Lack. Lässt sich aber machen. So, in den Kommentaren habe ich einige Leute gelesen, die möchten das einfach nicht. Verstehen auch den Inhalt irgendwie nicht. Leute, dann scrollt doch einfach weiter. Es gibt genug Videos mit Neuwagen und wo man ganz doll kompetent in der Werkstatt repariert. Macht das doch einfach da. Lass da ein Like da und lasst mich in Ruhe. Ich mag solche Autos. Wie gesagt, der Wagen hat 104.000 Kilometer runter. Der fährt jahrelang noch. Ein bisschen drauf achten, dann funktioniert das. Ihr könnt euch ja gerne weiterhin Autos kaufen, die
Ja, die Hersteller hätten das gerne. Du kaufst ein Auto und bringst das direkt zum Schrottplatz und kaufst ein neues. Ne? Wenn man Aktienbesitzer hat, die man befriedigen muss, bleibt irgendwann die Qualität auf der Strecke. Ein Auto kostet Geld, 20, 30.000 Euro. Und es gibt Leute, die schmeißen das nach 8, 9 Jahren weg. Der Sinn der Sache, keine Ahnung. Es macht einfach keinen Sinn. Die meisten Autos auf dem Schrottplatz könnten noch fahren, wenn die Besitzer darauf geachtet hätten. Wenn der Besitzer von die, wenn der Erstbesitzer von diesem Fahrzeug ein bisschen mehr in Hohlraumversiegelung etc. investiert hätte, wäre das mit dem Radlauf nicht passiert. Das ist einfach so. Offensichtlich sind Fahrzeuge nichts mehr wert, also für die Besitzer. Dass die Hersteller das gerne möchten, dass du ständig neue Autos kaufst, klar, kann man nachvollziehen. Dividende zählt, ne? Am Ende. Aber man muss es ja nicht mitmachen. Das ist die andere Sache. Man kann sich auch das abgezockt werden in Werkstätten schön saufen. Das ist mir egal, macht das. Aber setzt euch doch einfach mal selbst hin und repariert ein Auto. Wo ist das Problem? Mein Vater hat bei der Oberpostdirektion gearbeitet. Der war Beamter. Und er hat seinen Mercedes in der Garage, den Motor, der hat den neu gelagert. Ne? Er hat sich das Buch gekauft. Jetzt mache ich es mir selbst. Ach nee, jetzt helfe ich mir selbst. Und hat sich da dran gesetzt und hat das gemacht. Einfach mal machen. Ne? Was soll passieren, wenn das Auto eh schon tot ist? Reparier es doch einfach. In Zeiten von Internet etc. kriegt man aus allen Ecken und Enden kriegt man Informationen. Nur bitte nicht aus Foren. Foren sind meistens ziemliche Müllhaufen. Also da ist ein platter Reifen garantiert das AGR-Ventil, weil das hat schon einmal einer erlebt. Und ja, nee, nee. Ich kann da nur für englischsprachige Leute Reparatur-Tutorials aus Großbritannien empfehlen. Die reparieren nämlich alles selbst. Und die können das meistens auch. Ja. Also wie gesagt, mir fallen die Felgen. Gereinigt werden müssen sie. Die Ventilkappen kann ich mir klemmen, da kommen eh neue Reifen drauf. Die sind durch. Haben zwar genug Profil, aber sind ein bisschen sehr alt, finde ich. Ja. Ansonsten werde ich mal weitermachen, ne? Bis gleich. So, jetzt ist die Seite auch fertig. Bremsen passen auch auf der Seite. Ja. Ja, Aufbereitung wird noch ist lustig, weil die eine oder andere Katze den offenen Kofferraum genutzt hat. Und so wie ich das da sehe, ist da wahrscheinlich auch ein Eichhörnchen drin gewesen. Keine Ahnung. Tiere haben wir hier genug. Ja, so sieht er gut aus. Muss halt sauber gemacht werden, ne? Na, auch kein Problem. Ich warte auf eine Lieferung. Ich kriege Bürsten für die Bohrmaschine. Die holen solche gemeinen kleinen Sachen mal eben kurz da raus und lassen sich dann relativ einfach wegsaugen. Dampfreiniger habe ich jetzt auch da. Das kann alles mal sauber gemacht werden. Das sind alles immer Sachen, wo Feuchtigkeit festhängt. Dann suche ich noch ganz dringend so eine Heckblende. Dieser Riss hier stört mich total. Ja, ist schon wieder windig, ich weiß. Kommt aus Westen. So viel da, zur Windrichtung. Ja. Ja, ich finde es gerade ein bisschen tragisch, wo die Entwicklung hingeht. Ich hatte auch einen Auftritt auf TikTok, habe ich jetzt mittlerweile ein bisschen einschlafen lassen. Weil, wenn ich mir da teilweise, ne, da zeigt einer ganz stolz, er hat ein Auto von 2018, hat er sich zusammengespart. Ja, da kriegt er von irgendwelchen Kindern gesagt, so von wegen, 2018 ist voll alt. Hallo? Weiß ich nicht. Vielleicht ist das nur mein Eindruck. Ich meine, ich habe zwei Kinder. Meine Tochter ist 27, mein Sohn ist 16. Grüße nach Essen an Joshua. Ja. Und an seine Mutter, Sabrina. Ja.
Also meine Tochter ist definitiv nicht so. Mein Sohn, mit dem spreche ich nicht so viel. Aber was mir auf TikTok wirklich aufgefallen ist, hört sich hart an, aber Endstadium verblödete Kinder. Da wird das Wort einfach irgendwo in den Satz genagelt und 2018er Autos sind voll alt, lach aus. Erstauto, ich möchte mir einen C63 AMG kaufen als Erstauto. Hallo? Auf welchem Planeten leben die eigentlich? Mein erstes Auto war ein Opel Manta. Hat Opa bezahlt, musste ich abbezahlen. Papa wollte ein Polo kaufen und Opa meinte, nein, der kriegt ein großes Auto mit Automatik und ohne Autoradio, damit er erstmal fahren lernt. Fahrpraxis etc. Ne, erstmal aufbauen. Ja, hat offensichtlich geklappt. Ich kann es immer noch nicht. Ich meine einparken. Und zu Ostern danach gab es dann ein Autoradio und eine Antenne. Kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich war saustolz auf das Auto und der fährt heute noch in Berlin rum bei meinem Cousin. Der hat den noch. Manta B von 81, glaube ich. Berlinetta. Der läuft noch. Mittlerweile der Motor gewechselt, aber er läuft. Es lebt. Capri 2 habe ich auch schon mal gehabt. Ja. Toyota Celica TA40. Auch nettes Auto gewesen. Manta habe ich öfter gehabt. Ich bin ja in Dortmund aufgewachsen und zwar an der Grenze zu Bochum und in Sichtweite des Opel-Werks. Da bleibt das nicht aus. Ich habe ja auch bei Opel gelernt. Ja. Also ich habe angefangen zu lernen bei Opel. Ich habe hinterher woanders weitergemacht. Das ist, der Arbeitsweg war dann doch ein bisschen übel. Vom Randgebiet bis in die Innenstadt und so weiter. Ja. Ich denke mal, so weit weg ist er nicht mehr vom TÜV. So ein, zwei Sachen noch. Der Auspuff muss definitiv noch gerichtet werden. Ich kann im Moment den Auspuff nicht einbauen, weil der Mitteltopf irgendwie gebrochen ist. Den muss man aufgesetzt haben. Der war vorher, als wir den gefahren haben, schon komisch. Ich habe den rausgenommen und ich kriege den Mitteltopf nicht für den Cordoba. Für diese Variante. Für den 1.6er würde ich sofort einen kriegen, der ist irgendwie länger. Aber für diese Variante ist gerade ein bisschen problematisch, aber soll wohl jetzt demnächst kommen. Ja, okay. Das war es erstmal mit dem Teil hier. Dann geht's weiter.